Copyright Warenzeichen Mega Anki, Copyright Warenzeichen die DP, Copyright Warenzeichen Mega Anki, jetzt ist es raus. So offen wie nie spricht Sophia Tomala, 29, über ihren Beziehungsstatus und bestätigt ganz offiziell die Liebe zu ihrem neuen Freund Loras Karius, 25. Wochenlang zeigte Sophia Tomala sich strahlend an der Seite von Gavin Rosdahle. Noch im November posierten Gavin und Sophia gemeinsam auf dem roten Teppich bei der LACMA Art und Film Gala in Los Angeles. Doch dann der Schock, die 29-Jährige wurde von Fotografen dabei erwischt, wie sie mit dem Fußballer Loras Karius im Urlaub turtelte. So erfuhren ihre Fans auch von dem Beziehungsaus mit Gavin. Copyright Warenzeichen Mega Agency in der NDR Talk Show vom Freitag, 11. Januar, konnte Moderatorin Barbara Schöneberger der 29-Jährigen eine Bestätigung der neuen Beziehung entlocken: Ich hab der Boulevardpresse entnommen, dass du mit dem Fußballtorwart Loras Karius zusammen bist. Habt ihr versucht, das geheim zu halten? Ich dachte, du bist noch mit dem anderen zusammen, fragt Schöneberger neugierig. Sophia betonte zwar, dass sie den Leuten keine Erklärung schuldig sei. Doch dann packt sie aus und erzählt, wie es zu den Turtel-Fotos in Miami kam. Schöneberger nimmt die Bestätigung auf, dann war es also raus, es stimmt. Nach ihren vergangenen Beziehungen zu Gavin sowie ihren Ex-Freunden Till Lindemann, 56, und Andy Lapligoa, 43, scheint Sophia diesmal auf ein anderes Beuteschema gesetzt zu haben: jung, blond, sportlich und zur Abwechslung mal kein Rocker. Eine Gemeinsamkeit zu ihrer letzten Liebe gibt es aber doch: auch ihr neuer Fußballerfreund lebt auf einem anderen Kontinent, steht derzeit bei Besiktas Istanbul unter Vertrag. Für Sophia kein Problem, damit ist also offiziell, worüber zuvor nur gemunkelt und spekuliert wurde: Sophia Tomala und Loras Karius sind ein Paar. Was hältst du von Sophias Liebesouting? Stimme unten ab.